In ihren Ohren schallert Slimes Punkhymne Deutschland muss sterben. Sie hört das Lied nun zum vierten Mal hintereinander. Es erinnert sie an eine Eigenart, die sie den ganzen Tag schon zu ergründen versucht, da sie als symptomatisch erscheint. Sie starrt auf ihren Laptop und denkt nach. Die meisten ihrer Freunde sind autonome Linke. Sie fühlt sich wohl unter Menschen, die diskutieren, die hinterfragen, die manchmal provozieren, die probieren zu verstehen. Am Ende einer jeden guten Party wünscht sich irgendjemand, Deutschland muss sterben. Und dann springen alle durcheinander und grölen, liegen sich in den Armen, den Wunsch nach Systemwechsel krächzend in der Kehle, der Kopf schwer von Theorie, Aktion und Alkohol. Und sie steht dazwischen und springt und springt und springt. Aber sie singt nicht mit. Niemals. Gepostet von Jade Happel. 6. April, 12:21 Uhr. In der Pause einer Lesung kommt ein älterer Herr zu mir und sagt: Du bist in Berlin-Neukölln geboren, ich kenne das Türkenghetto da, eure Probleme. Ich erkenne die Schnauze von euch Berliner Türkenfrauen sofort. Mal abgesehen davon, dass ich nicht in Berlin-Neukölln geboren bin, weiß ich nicht, was er von mir will. Als ich sage, dass ich Deutsche bin, antwortet er: Manche Leute sehen das aber anders. Nach der Veranstaltung hole ich mir ein Bier an der Bar. Eine ältere Frau zeigt mit dem Finger auf mich und ruft: Türke, Türke. Ich bin also nicht einmal mehr Frau. Ich bin ein Mann, dem eine Nationalität zugesprochen wird. Die Nationalität eines Landes, in dem ein paar entfernte Verwandte von mir leben, in dem ich mal im Urlaub war. Wer degradieren will, übt sich im willentlichen Missverstehen. Ich lese Texte, in denen mein Aufwachsen als ein unbeschwertes Allmann-Märchen entlarvt wird. Ich hake da ein, wo mein Umfeld mich von sich abgrenzt, aufgrund eines vermeintlichen Andersseins. Ich spreche über den Zwang des ständigen Erklärens meiner Herkunft und über das Missdeuten meiner Identität. Ich frage, warum ich keine Deutsche sein darf und schildere, warum ich Deutsche bin. Das habe ich doch nicht falsch verstanden, Türke, ruft die Alte beinahe erbost, als ich sage, dass ich Deutsche bin. Ich schäme mich, es aussprechen zu müssen. Ich wünschte, ich hätte das Privileg, mich abgrenzen zu können von Deutschland, von einem Deutschland, das mir so oft zuwider ist, dass ich Lieder singen könnte wie Deutschland muss sterben, aber ich kann es nicht. Ich bin noch dabei, Menschen zu erklären, dass ich dazugehöre. Und solange ich kein Teil von etwas bin, kann ich mich auch nicht abgrenzen. Ich befinde mich im ständigen Kampf um Anerkennung. Ich muss laut sein, damit erkannt wird, dass nicht ausschließlich eine Identität mich definiert. 83 Daumen nach oben, 26 traurige Smileys, 18 Herzen, ein wütender Smiley, Lars drückt ein Herz, 19 Herzen, ihr Herz schlägt, schlägt schnell. Vor dem Gebäude steht ein Mädchen. Das Gebäude ist groß und gläsern. Das Mädchen ist auch gläsern, so denkt sie. Sie ist nervös. In ihrer Hand knetet sie einen Zettel, den sie konzentriert zu studieren scheint, um sich dann hektisch umzusehen, aber da ist niemand. Auf einer Bank sitzt ein Junge. Er beobachtet die Spiegelung des zerbrechlichen Mädchens im Glas der verschlossenen Schiebetür. Ungeschickt zerrt er eine Zigarette aus der Schachtel in seiner Manteltasche. Auch er ist nervös, irgendwie zumindest ein bisschen, so denkt er. Zwischen dem Jungen und dem Mädchen befindet sich ein Parkplatz. Auf dem Parkplatz stehen 7 Autos und ein Mülleimer. Den Jungen trennt von dem Mädchen ein Parkplatz, 7 Autos und ein Mülleimer. Das Mädchen drückt erst die Hand, dann das Gesicht ganz nah an das Glas. Erst schaut sie in ihre eigenen Augen, dann durch sie hindurch. Dahinter blickt sie Stühle in Reihen, eine Bühne und auf dieser Mikrofone. Jemand winkt von innen und plötzlich steht der Junge neben dem Mädchen. Das Mädchen trägt den Namen Jade und ein buttergelbes Kleid. Der Junge trägt den Namen Lars und ein schiefes Grinsen im Gesicht. Das Mädchen trennt von dem Jungen ein paar Zentimeter, ein Kleid, eine Haut. Später sitzen sie auf der Bühne. Es ist stickig und heiß unter der Glaskuppel. Jemand sagt, hier sind Getränke, da ist was zu essen, da sprichst du rein. Draußen und drin dämmert es halbdunkel. Ein Lichtkegel rollt wackelig über das Podium, pendelt sich ein, bis beißendes Licht die beiden umhüllt. Applaus schallt durch die Kuppel, irgendwo hinter dem Licht. Der Scheinwerferstrahl treibt salzige Schweißtropfen in die Augen. Jade rückt das Mikrofon zurecht und hört sich räuspern. Auf ihren Lippen bündelt sich Aufmerksamkeit. Noch einmal einatmen, dann beginnt sie zu lesen. Unser aller Ursprung ist ein Uterus. Wir kommen auf die Welt und sind nackt und schmierig und sehen ein bisschen zerknautscht aus. Wir können nicht denken, nicht sprechen, nicht gucken, bloß schreien, sabbern und trinken und Körperflüssigkeiten entweichen uns vollkommen unkontrolliert. Bald schon sehen wir Gegenstände und Menschen. Und wir begreifen, was Mama ist und was eine Pfanne und dass ein Hund keine Pfanne ist und ein Topf kein Pferd. Und das nur, weil jemand sagt, schau da, Spatzel, das ist die Mama. Und die Mama ist nützlich, weil sie dir hilft, wenn du dir in die Hose scheißt. Und das ist ein Topf. Ein Topf ist nützlich, weil du Essen in ihm zubereiten kannst. Ein Topf erleichtert dir das Leben, genau wie die Mama, aber doch ein bisschen anders. Wenn dir ein Topf runterfällt, ist das nicht total schlimm. Wenn dir aber die Mama runterfällt...
Und hineingeworfen in diese Welt meinen wir, dass uns doch gar nicht so viel unterscheidet. Dass wir Dinge sehen, weil sie da sind und merken, ob uns jemand einen Topf als ein Pferd verkauft oder andersherum. Und dann reifen wir ein wenig und werden älter und fragen uns, warum es manchen Leuten so schwer fällt, Töpfe und Pferde auseinanderzuhalten oder sogar überhaupt zu erkennen. Nach Jade Applaus, dann Lars. Lars spielt eine Rolle. Er habe mal was gewagt, raunte ihr vor der Tür zu. Was für ein schiefes Grinsen, denkt Jade. Was für ein durchscheinender Lars. Lars spricht aus dem Mund eines Migranten. Arm ist er dran, der arme, arme Migrant, ohne Namen, ohne konkrete Geschichte, ohne Ausdruck, ohne Persönlichkeit, aber mit sehr viel Gefühl. Schmerz, Leid, Tragik. Jade ärgert sich über die Aneinanderreihung von Plattitüden. Jeder Satz offenbart, wie Lars denkt, was dieser namenlose Migrant zu denken scheint. Seine Herkunft undefiniert, seine Geschichte nicht existent. Da ist bloß Schmerz, Leid, Tragik. Ein ausgedachter Mensch, denkt Jade. Ein Mensch, der eine Stimme braucht, denkt Lars. Nach Lars? Tosender Beifall. Lars Trautner, 6. April, 14.34 Uhr. Liebe Jade, tut mir echt voll leid. Fuck, ist dir das neulich doch noch nachgegangen? Dachte, dich stört sowas gar nicht mehr. Wenn du reden willst, ich bin da. Das Mädchen trennt von dem Jungen eine Antwort, ein Mausklick und das Wissen um den Umgang mit rassistischer Diskriminierung. Mit aufgerissenen Augen stiert sie auf das kleine leuchtende Herz. Ein Herz aus Mitgefühl, ein Herz aus vorgetäuschtem Verständnis, ein Herz, damit es jeder sieht, denkt sie. Ein verlogenes rotes Herz, ein pochendes Herz in ihrer Brust. Lars Trautner, das gottverdammte Schwein will reden, schnaubt sie. Jetzt will er also. Als sie da stand, die Finger auf sie gerichtet, die Blicke voll Abscheu und Unverständnis, da war er doch bei ihr, dieser Lars. Ob er sich wohl noch daran erinnern kann, wie er geschwiegen hat? Ganz leise war er, da war kein Grinsen, keine Stimme für diese Migrantin. Lars Trautner, der sich doch selbst als aufgeklärter Linker zelebriert. Die Stimme der Nicht-Existenten. Die Stimme seiner Fantasie. Wenn sie will, denkt sie. Ja, wenn sie will, dann redet sie mit ihm. Über Namen, über Geschichte, über Herkunft, über Persönlichkeit, über Gefühl. Ein echter Mensch, Lars Trautner. Den denkt sich niemand so leicht aus, denkt sie. Sie starrt auf ihren Laptop. Dann beginnt sie zu schreiben. Jade Happel, 6. April, 16.50 Uhr. Lieber Lars, ich will reden. Da gibt es eine Geschichte, eine aus Fleisch und Blut, die du hören solltest. Unsere Großeltern wanderten nach Deutschland aus für ein neues Leben, ein besseres Leben für die ungeborenen Kinder. Sie übten das Sprechen einer Sprache, die kratzt wie die Rinde der Eiche an der Straße ihres Blocks. Eine Sprache, die Splitter in der Zunge hinterlässt, der Mund taub vor Ehrgeiz, die Arme schwer von der Arbeit. Sie witzelten mit wässrigen Augen über den Pass, für den sie kämpften, eine Schlacht, die nicht jeder gewinnt. Das Ausländersein als Definition ihrer Existenz eine auferlegte Bürde. Zelebriert als Akt der Selbstermächtigung, die Flucht nach vorne als einziger Ausweg zur Akzeptanz. Unsere Eltern sind die Kinder aus dem Schoße zweier Welten. In diesem Land geboren und aufgewachsen, im deutschen Bildungssystem gelernt. Gelernt, dass sich ihr Leben um ein auf sie projektiertes Bild drehen wird. Dieses Abbild eines Menschen, das in Differenz zu dem steht, was sie sind. Denn statt des in Deutschland lebenden Ausländers, gebrandmarkt durch die Nationalität ihrer Eltern, sind sie eine neue Generation. Ihre Profession, Selbstverortung in einem Miteinander, das sich wundert über diese Menschen zweiter Generation Migration. Menschen, die bis zu jenem Zeitpunkt nicht vorgesehen waren. Und sie zerbrechen an der Nicht-Akzeptanz. Sie zerbrechen, weil ihnen eine falsche oder nicht existente Identität übergestülpt wird. Sie zerbrechen aufgrund einer Identität, die nicht verstanden wird. Sie zerbrechen, weil sie sich selbst nicht verstehen oder weil sie sich verstehen. Und dann gibt es dann noch die Kinder der Menschen zweiter Generation Migration. Und dazu gehöre ich. Wir Kinder dritter Generation Migration führen das für uns geopferte Leben unserer Großeltern. Unser Zuhause gleicht der Welt vor dem Fenster. Das Fenster mit dem Blick auf die Eiche an der Straße unseres Blocks. Die Mühen unserer Eltern lohnen uns mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. Solange die Zeit es zulässt, sind wir alle eins. Wir glauben, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Irgendwann spüren wir die Blicke. Und wir sehen die Finger und wir starren in den Spiegel und fragen, was uns unterscheidet. Denn wir sehen es nicht. Wir sehen Körper und Haut, Haare und Augen. Und plötzlich verschiebt sich das eigene Bild. Plötzlich sehen wir das Abbild. Wir verstehen die Projektion, die uns nicht entspricht, und wir begreifen das Unverständnis. Und wir starren in den Spiegel und sehen einen Körper mit olivfarbener Haut, schwarzen Haaren und dunklen Augen. Wir öffnen das Fenster zur Straße, auf der Straße laufen geschäftig Beschäftigte. Wir rufen ihnen zu, dass jede einzelne Generation der Migration es verdient hat, gehört zu werden. Dass ihre Sozialisation, ihre Wahrnehmung, ihr Denken unterscheidet. Dass da kein besser oder schlechter ist, sondern ausschließlich die richtigen Worte, der richtige Umgang. Dass es einfach wäre, sie zu finden, wenn der Wille nach Bewusstsein besteht. Auf der Straße hasten Passanten vorbei. Nur die Eiche steht dort, wo sie schon immer stand. Niemand guckt
obwohl wir doch gläsern sind. So groß und gläsern, dass wir unmöglich zu übersehen sind, so denken wir. Unter der Glaskuppel ist es schrecklich heiß und stickig und unbequem. Aus ihren Boxen dröhnt schäbiges Gitarrengestammel. Sie schließt die Augen und erwischt sich dabei, wie sie tonlos die Lippen bewegt. In ihr singt es. Wo Faschisten und Multis das Land regieren, wo Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle Menschen ihr Ich verlieren, da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Dankeschön.